Oh nein, der Zerre wird gekillt. Ich rette ihn jetzt. Okay, der Zerre rennt weg vor mir, der hat Angst, leider. Dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Naja, so ist das. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle mit dem Dino. Wir spielen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei dem Tümpel. Tut mir leid, kleiner Raptor. Aber du bist jetzt ein bisschen Mittel zum Zweck. Denn ich brauche eine Leiche, die andere Fleischfresser anlockt. Oh, das ist ein Kanu. Oh nein. Wie laut das gerade war, als ich aus dem Wasser gestürmt bin. Tut mir leid, kleiner Gully, aber was muss, das muss. Werd halt langsam echt hungrig. Zum Organe rausschütteln, linke Maustaste drücken und die Maus shaken. Für die, die es noch nicht kennen. Ich werde jetzt vermutlich das bis auf die Knochen runteressen und auch die Knochen verspeisen von dem Gully. Weil ich muss meine Diäten wieder auffüllen, weil durch den Patch ist alles weg. Ja, komm, Pari, du darfst. Oh nein! Pari wird angegriffen. Ja, komm, Paris verschone ich. Ich mag Paris. Ich bin ja gerade nicht am Verhungern oder so. Zerra jagt den Pari. Oh nein, der Pari ist in Panik. Der wollte, glaube ich, auf den Baumstamm hoch. Hat es aber nicht geschafft. Ja, wenn die so schnell sind, ist es schwierig, die zu treffen. Deswegen warte ich gerade noch. Ah, Mist. Ich habe mich jetzt blöderweise gezeigt. Komm her, Pari. Lauf, kleiner Pachi. Boah, da haben wir zusammengearbeitet. Er hat den umgenockt. Und ich habe ihn gefinisht. Nicht schlecht, Pachi. Oh, der Pachi wurde getötet von dem Herrera. Mies. Ah, das war's mit meinem Pari-Kollegen. Aber ich fresse mich jetzt erstmal so gut wie es geht voll. Und jetzt gönne ich mir natürlich die Leiche, wenn ich da rankomme. Also nichts für den Herrera. Hat er umsonst erlegt. Die werde ich aber erstmal auch wieder als Bait benutzen. Lege ich hier dazu und dann esse ich die kleine Leiche auf. Oh, hier ist wieder ein kleiner Pachi. Der läuft um den Tümpel rum. Hey, ist das ja der, dass der gerespawnt ist oder so? Das könnte ich mir vorstellen. Ah, der geht wieder auf den Baumstamm. Er wird ja gleich wieder vom Herrera gekillt. Was machst du denn? Hä, was macht er jetzt? Na, ja, da oben fliegt er. Ich denke mal, der Server ist gecrashed. Sieht zumindest so aus. Aber mit dem aktuellen Update haben die Server leider richtig Probleme mit Server-Crashes. Ist jetzt auch schon der zweite in unter einer Stunde. Und das ist auch echt anstrengend, weil ich habe jetzt zum Beispiel die Pachi-Leiche verloren dadurch. Das heißt, ich habe kein Bait mehr am Wasser und ich kann sie auch nicht mehr essen. Und als Croc kann das halt echt tödlich sein, weil die Fische spawnen halt auch nicht mehr so wirklich. Also darauf kann man sich auch nicht verlassen.
Ah, ich muss mal gucken. Also wenn jetzt zu viele Crashes kommen und sowas, würde ich einfach dann zu einem späteren Zeitpunkt weiter die Croc-Folge hier aufnehmen. Weil jetzt wieder einfach verhungern wegen sowas, das wäre echt uncool. Mach mal einen kleinen Ausflug da zu den Leichen. Oh, das ist in der Babyzone, da komme ich nicht rein. Dann kann ich gleich wieder umdrehen. Ja, ist nur ein winziger Knochen. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Aber ich musste eh Luft schnappen. Deswegen habe ich die Zeit jetzt gut genutzt. Gehe jetzt wieder zurück in meinen Tümpel und hoffe, dass gleich was kommt. Ansonsten werde ich bald ausloggen, weil ich habe nicht mehr so viel Nahrung. Und aktuell ist echt ein bisschen tote Hose. Oh, da vorne ist ein Cerato. Hier liegen sogar zwei Leichen, das ist ganz gut. Hab mich jetzt gerade wieder eingeloggt zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt habe ich direkt Futter. Ich weiß ja, dass ich hier drin bin, oder? Das ist doch derselbe. Oh, das ist ein anderer. Kann natürlich auch sein. Aber der kommt wie gerufen. Wie groß ich einfach jetzt schon bin. Der Tümpel ist halt echt zu klein für mich. Wir machen jetzt eine krasse Landwanderung. Wundert euch übrigens nicht, ich bin an einem ganz anderen Ort. Ich hatte nämlich mal bei dem Discord, also bei dem Server, auf dem ich spiele, da gibt es auch einen Discord. Und da kann man seinen Dinosaurier einlagern und später wieder rausholen. Das hatte ich halt gemacht und deswegen bin ich jetzt ganz woanders. Das Gute ist, wir haben wieder einen ganz vollen Magen. Das Schlechte ist, wir haben keine Diät und wir sind an einer richtig schlechten Location. Also ich weiß nicht, ob ich hier direkt vielleicht sogar sterben werde. Aber ich habe einen Plan. Mal gucken, ob wir das schaffen gemeinsam. Wir gehen nämlich das allererste Mal als Croc zum Hafen. Allerdings werden wir nicht lange hier bleiben. Ich werde hier nur die Salzwassermutation lernen und dann geht's weiter. Das große Problem ist halt, dass an dem Hafen fast nie Spieler sind, was echt schade ist. Weil ich finde den halt optisch so schön. Aber naja, dann sind wir wenigstens auch mal als Croc hier. Aber wir würden halt hier auf jeden Fall verhungern. Weil es gibt ja auch kaum Süßwasser, nur so ganz paar Stellen. Unter anderem hier vorne, wo wir jetzt gerade drauf zugehen. Passt auch genau von der Zeit. Mein Wasser ist jetzt auch schon auf Rot. Der Tümpel hier ist gar nicht schlecht. Aber auch nicht wirklich tief. Also für ein großes Croc gar nicht geeignet. Hier kann man halt nicht gut jagen. Ich frage mich halt, ob hier Fische spawnen würden. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt voll trinken mit Süßwasser und dann gehen wir zum Salzwasser und trinken da ein bisschen was, weil so kann man halt die Salzwassermutation freischalten. Ah, guck mal, das Wasser ist hier nicht mal tief genug, dass ich hier schwimmen könnte. Das heißt, als großes Croc kann man hier gar nicht mehr hingehen zum Hafen. Ich bin jetzt hier an das Ende von dem Kanal gegangen und hier ist sogar schon Salzwasser. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ich werde jetzt einmal meinen Tropfen unten rechts komplett leer trinken mit Salzwasser. Dann wieder ein Stückchen zurückgehen und Süßwasser trinken. Und das muss ich dreimal wiederholen und dann kann ich die Mutation lernen. Na guck mal, hier ist schon wieder Süßwasser. Das heißt, ich muss wirklich nur so ein paar Meter hin und her laufen. Dann habe ich Salzwasser und Süßwasser. Das heißt, hier ist eigentlich ein perfekter Spot, um die Mutation zu lernen. Boah, das wäre auch so cool, in der Kanalisation als Croc zu leben. Aber leider ist das ja auch nicht tief genug vom Wasser. Stellt euch mal vor, die würden die Kanalisation noch ein bisschen mehr ausbauen. Und dann könnte man wirklich unterirdisch als Croc überleben. Das wäre spannend. Guck mal, da vorne ist einfach ein Hüpsi. Wie witzig. Ich bin nicht alleine hier. Das gibt's ja gar nicht. Aber wir können sie lernen. Perfekt. Damit können wir jetzt Salzwasser trinken. Das heißt für uns, wir werden jetzt den Hafen wieder verlassen. Und zwar gehen wir einmal hier durch. Sagen nochmal schnell dem Hüpsi Hallo. Das sind sogar zwei.
Na, wie geht's euch? Was macht denn ihr hier am Hafen? Das ist ein seltener Anblick, so ein riesen Croc am Hafen, oder? Also durch die Tür hier passen wir auf jeden Fall nicht. Oh, ich höre sogar Pflanzenfresser in der Ferne. Aber ich muss, glaube ich, einmal hier reingehen. Einmal für das Feeling als Croc in so ein Menschengebäude. Ja, es ist schon sehr absurd. Na, wir gehen weiter. Bloß nichts mehr riskieren. Hallo, Mr. Hipsy. Keine Sorge, ich werde dich nicht fressen. Ich bin freundlich. Komm, er vertraut mir. So ein Süßer. Kann ihn kaum erkennen, weil er so klein ist. Aber wir müssen jetzt gehen, bevor wir verhungern. Weil an den Ort, wo ich eigentlich hin möchte, da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob wir da gut Beute finden. Aber es ist schön, mal wieder mehr zu sein. Vor allem hier im Hafen. Ich glaube, der Bereich hier ist auch komplett neu gemacht worden. Hier diese Seite, wo ich jetzt gerade hingucke. Es ist halt echt schade, dass hier nie Spieler sind. Es wäre so ein cooler Ort, um zu kämpfen. Ich frage mich echt, ob ich da reinpassen würde. Aber ich habe auch Angst, dass ich da nicht wieder rauskomme. Wisst ihr, dass ich mich nicht mehr vernünftig drehen kann? Ich glaube, ich riskiere es lieber nicht. Vielleicht können wir das ein andermal machen, wenn wir noch kleiner sind. Aber da drin wird man halt auch keine Beute finden. Das ist halt echt schade. Ah, guck mal, das hier ist auch neu. Sind so Anlegestellen für kleinere Boote. Schade, dass es gerade Nacht ist. Da sieht man das halt gar nicht so gut. Aber ich bin quasi jetzt auch im Boot. Ich passe da perfekt rein. Tschüss, Hafen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, so ein Dino-Geräusch hört man hier auch nicht allzu oft. Ja, und hier geht es jetzt wieder an Land. Wir müssen jetzt einmal da in den Dschungel rein und noch ein Stück laufen. Und da ist jetzt ein neuer Sumpfsee. Ich war da noch nie, also keine Ahnung, wie der ist und ob man da Erfolg haben kann. Aber das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. Das ist halt so ein Kartenabschnitt, der mit dem letzten Update nochmal komplett überarbeitet wurde. Wir gehen mal hier direkt ins Wasser. Dann müssen wir schnell abtauchen. Und dann erstmal nach Crocs schauen. Hier ist auf jeden Fall ein anderes kleines Croc gestorben. Das könnte noch mehr dafür sprechen, dass das hier eventuell schon besetzt ist, das Gewässer von einem anderen größeren Croc. Ich meine, ich bin zu 100% ausgewachsen, aber Angst hat man trotzdem immer so ein bisschen. Warum sieht man halt so schlecht in dem Gewässer hier? Echt sehr, sehr dunkel. Ah, guck mal, da über mir schwimmen drei Bipes. Soll ich die mal erschrecken? Ich werde die auf jeden Fall nicht fressen. Aber ich tauche mal auf, genau in der Mitte. Ne, der eine hat sich nicht erschreckt. Na, was macht ihr hier? Erkundet ihr auch den See? Na, süß sind sie. Na, guck mal, hier liegt sogar ein Knochen. Den kann ich mal eben snacken. Oh, da schwimmt gerade was rüber. Das ist auch wieder was Winziges, ne? Oh, der klaut meine Beute, wo ich hin wollte. Naja, es ist ja nur eine ganz kleine Beute. Soll er sich die mal gönnen? Oh, da vorne ist ein Dibbel. Oh, das wäre jetzt perfekt. Ich hoffe, der bleibt noch ein bisschen da stehen.
den haben wir. Ganz, ganz wichtig. Boah, das sichert uns jetzt das Überleben auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon mal einen Dibble erlegt habe mit dem Dino. Ich glaube, das ist der erste. Das war's mit ihm. Boah, sehr schön. Richtig gut. Oh, das ist irgendein anderer Fleischfresser. Kleiner Kano. Na, von mir aus kann der sich die Organe gönnen. Solange er die nicht klaut. Also bisher ist der Spot leider echt nicht gut. Hier spawnen weder Fische, noch kommt hier viel vorbei. Und wenn was vorbeikommt, kann es halt überall sein. Es kann auch ganz da hinten irgendwo trinken und dann sehe ich es halt nicht. Und dadurch, dass hier so viele Büsche sind, ist es halt extrem schwer, irgendwas zu spotten, bevor es halt trinkt. Wenigstens ist es gerade ganz schön hier. Schön still, der Regen plätschert ein bisschen. Und ich werde vermutlich verhungern. Soll ich dich adoptieren, mein Kleiner? Nee, okay, ich soll dich töten. Dafür müsste ich dich erstmal treffen. Tja, ich bin zu doof dafür. Dann musst du wohl leben. Nein, komm. Ich beende das. Ich würde den jetzt, glaube ich, auch mal als Bait benutzen. Oh mein Gott, es sind Fische gespawnt. Ich kann es nicht fassen. Das ist so lucky. Ich werde jetzt auch einfach essen erstmal, um was im Magen zu haben. Fische sind halt echt selten geworden. Ich meine, ich könnte jetzt auch vergammeln lassen, aber nee, keine Lust. So wichtig ist die Diät ja gerade nicht mehr. Na, guck mal, zwei Pachis. Jetzt, wo ich gerade an der Oberfläche bin, na super. Aua. Das ist ganz schön gemein. Warum macht ihr das? Okay, jetzt habe ich einen davon. Das habt ihr davon. Vielleicht kriege ich den ja auch noch. Tatsächlich. Da kommt schon wieder der nächste. Warte, ich gebe dem mal die Organe. So. Guten Appetit, mein Kleiner. Kannst du essen? Oh, das war ein Dibble, oder? Da werde ich auf jeden Fall mal eben vorbeischauen. Ich meine, die Leichen rennen ja nicht weg. Da kann ich gleich nochmal hingehen. Da ist der Dibble. Aber ich glaube, ich krieg den nicht. Ich habe ihn genau verpasst. Oh, da ist der Dibble. Direkt vor mir auf einmal. Das kam ja aus dem Nichts. Steht er da einfach? Oder legt sich hin? Das machen wir uns zunutze. Das war ja sehr random. Ja, man muss auch mal Glück haben, ne?
Und schon geht's unter Wasser. Ich glaube, ich kann den auch hier einklemmen unter so einem Stamm. Ah ne, er kommt wieder raus. Okay. Aber nee. Das lassen wir natürlich nicht zu. Oh, ich glaube, da kommen noch Mates. Ja, da oben ist noch ein Dibbel. Er hat keinen Bock, dass ich seinen Mate ersaufe. Jetzt habe ich wieder Essen ohne Ende. Da hinten liegen die Pachis. Den Dibbel habe ich jetzt auch gekillt. Na gut. Ich will mich nicht beklagen. Was haben wir denn hier? Das ist ein Galli. Sieht er mich nicht? Doch. Ich wollte tatsächlich eigentlich nur so ein Organ da rausholen. Für den Kano. Der freut sich bestimmt, wenn er was bekommt. Oh, das ist ein Ei. Eier sind sehr gut, oder? Ich bring mal dem Kano das Ei. Damit kann der, glaube ich, viel anfangen. Die sind, glaube ich, richtig gut. Die geben alle drei Diäten. Da sind auf jeden Fall noch mehr Eier drin. Ich glaube, drei Stück sogar. Verrückt. Soll ich dann auch mal eins essen? Na, mir bringt das wahrscheinlich nicht so viel. Ist der gerade gestorben, der Galli? Habt ihr das gehört? Oh Mann. Ich lass mir noch ein Ei hier liegen. Ist ganz cool, weil man die halt riecht, ne? Sieht man so selten. Ich glaube, der Galli hat sich halt wirklich umgebracht gerade, oder? Tatsächlich, der ist einfach ertrunken. Jetzt haben wir noch mehr Food. Guck mal, das kleine Croc snackt jetzt da das Ei. Aber der ist gut. Der ist nur das Beste. Die ganzen Organe, die schönen Eier. Der wird auf jeden Fall gut wachsen. Ja, ich würde mal sagen, goodbye Spot. War ganz nett hier, aber ich glaube, so richtig gut ist der nicht. Also ist halt riskant, ne? Also man kann hier schnell verhungern, gerade wenn keine Fische spawnen. Oh Gott, wie hell es hier ist. Richtig schön. Einfach das Strandfeeling. Wir gehen jetzt wieder ins Meer und dann geht's weiter. Das ist auf jeden Fall gerade eine sehr angenehme Abwechslung zu dem Sumpfwasser. Das sieht auch gerade richtig schön aus hier. Ich würde sagen, das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.